Also wir sind jetzt seit ungefähr einer Viertelstunde im Trü. Die Spulen ist richtig zu. Die Poppeln gängen uns einfach nur am Sender. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt hat er umgedreht. Pass auf, Kühl, pass auf. Motor, Motor, Motor. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich bin der Johann Droppacher und in dem Video geht es um das sogenannte Laichzeit-Thema. Viele Leute haben einfach Angst, immer wieder runterzukommen in der Laichzeit. Und ich sage, ihr braucht davor keine Angst haben. Die meisten Trips am Boot dauern mindestens eine Woche und es ist der seltenste Fall, dass alle Fische zur gleichen Zeit eigentlich am Fluss laichen. Frage 1: Was ist die Laichzeit? Die Laichzeit, jeder kennt es von euch, die Fische gehen ganz langsam, Mai bis in Juni. Wenn die Wassertemperaturen noch anpassen, in einem Liebesspiel und jeder hat immer wieder Angst davor und sagt, hörst, boah, ich habe Angst, da brenne ich ab, da geht nichts. Ich habe meine schönsten Fische in meiner Karriere bis jetzt meistens um die Laichzeit gefangen und ich kann das auch dementsprechend deshalb vertreten. Im Po ist der sogenannte Wallerwels eine invasive Art und deswegen gibt es für ihn auch keine Schonzeiten, deswegen brauche ich mich auch an die Schonzeiten ja nicht halten. Wie erkennt man das, dass die Fische in der Laichzeit sind? Thema 1, Fische in der Laichzeit. Ich tue sehr viel Vertikalangeln, man merkt nachher wirklich im Vertikalen, wenn die Fische auffangen, man sieht es nachher, dann liegt es oft nicht daran, dass sie den anderen vom anderen vom Futterplatz wegdrängen wollen, sondern dass sie wirklich langsam anfangen, sich zu attackieren. Wenn sie eure ersten Fische in der Laichzeit fangt, schaut die ganze Sache so aus, ich mache euch jetzt eine Einblendung, dann sind die Fische wirklich so zerschürft, vor allem die Damen, und da ist das heißbegehrte, die heißbegehrten Damen, die werden nachher immer wieder angeraubt, die Waller Männchen, was man jetzt von Aufzeichnungen erkennt, die klopfen immer dran, beißen hinkommen, gehen wir jetzt in die Laichzeit. Wie gesagt, nicht alle Fische laichen zur gleichen Zeit, deswegen hat man immer wieder super Chancen, auch im Laufe von einer Woche zu den verschiedenen Zeiten auch richtig fette Fische abzugreifen. Wir haben in der Woche super geile Bedingungen gehabt und deswegen hat es ja gleich mal so funktioniert. Ich zeige euch jetzt einmal den ersten Fisch, was wir in der Laichzeit fangen durften. So, es heißt immer, dass die Laichzeit nicht produktiv ist. Einer meiner Lieblingszeiten ist die Laichzeit. Schaut euch das einmal an. Ohne Worte. Einfach komplett zerfetzt von der Laichzeit. Die Gatten steigen schon wieder nach vorn. Ein komplett blauen Kopf. Schaut euch den Fisch einmal an. Der hat Potenzial wieder einen richtig geilen Unterlippen. So mag ich das. Und der darf jetzt wieder schwimmen. Geile Nummer, echt. Schauen wir mal, dass er sich noch da fängt. Dann soll ich seinen Laichplatz wieder aufsuchen. Komm mal her, Puppi. Geile Nummer. Und? Wo willst du denn hin? Was tust du denn? Wo willst du denn hin? Gehst du schon? Bist du wirklich schon so weit? Zweiter Punkt ist, wann, wie. Durch das, was ich jetzt da weiß, bitte, das ist mein gefährliches Fachwissen, laichen die Waller so bei den 23 Grad. Sie stellen sich vorher zusammen, mischen sie gegenseitig auf und vor allem das Wichtigste ist immer, die größten Fische haben die besten Laichplätze und die besten Fressplätze. Ich gehe davon sogar teilweise aus, dass sie sogar das ganze Jahr über zusammenstehen, sich dann nachher in einer Traube sammeln, sich Informationen austauschen, wie auch immer, sich die Pärchen nachher wieder gründen oder eben die zwei Pärchen, was eh die dominantesten Fische auf der Strecke sind, nachher auch in das Liebesspiel nachher einfinden.
einen mindestens 3 Meter tiefen Platz finden oder Platz finden, eine Stelle finden, der was eher härter sein muss. Warum? Weil die Eier brauchen etwas Strömung, damit auch Sauerstoff, also kein stehendes Gewässer, eher härteren Boden. Und zusätzlich ganz wichtig ist, der Spot muss unter die 2,5-3 Meter sein, denn es darf kein Licht die Eier berühren, ansonsten sterben die Eier genauso auch vom Licht. Das ist ein Fulltime-Job, das heißt, die Männchen müssen die ganze Zeit darüber stehen, nachdem dass die Frauen Eier besamt wurden, abgestreift wurden, wie auch immer. Ist bis heute, glaube ich, noch immer nicht ganz dokumentiert, wie die ganze Sache stattfindet. Ihr merkt es gerade, die Poppeln blieren, also wir haben schon wieder den italienischen Winter im Sommer. Nichtsdestotrotz, Fulltime-Job, Männchen stehen drüber, wacheln teilweise auch immer wieder mit dem Schwanz, dass eben die Eier genug Sauerstoff bekommen. Das Fressverhalten von den Dingen ist natürlich nachher, oder von den Männchen genauso auch wie von den Weibchen, ist sehr aggressiv. Alles, was das Nest umgibt oder irgendwie berührt, wird attackiert, wird weggebissen. Ganz normal, da kommt es immer wieder auch bei uns in den sogenannten Baggerseen in Österreich und Deutschland zu den ein oder anderen Unfall mit den Waller, wenn man im Juni bei 22, 23 Grad eben die Frühschwimmer über ein Wallernest bei 3 Meter drüber schwimmen und sie kriegen einen Wallerbiss, ist nicht der Fisch so aggressiv, sondern der will eigentlich nur seine Jungen verteidigen. Das sind ein paar Tipps, einmal als Info, was ist die Laichzeit? Wie wir die ganze Sache gemacht haben, das zeige ich euch jetzt da. Um an das Thema vorher nochmal anzuknüpfen, genau, eben, die fressen sehr viel um die Laichzeit herum. Die Fische, die was im Laichgeschäft drinnen sind, die fressen nicht. Denen interessiert es nicht. Die Fische, was wir gefangen haben gefressen und die haben wir somit auch nicht gestört, weil sie ganz normal ihren gewohnten Fressverhalten nachgegangen sind. Und deswegen kann ich das auch sehr gut für mich und für meine Kunden auch vertreten, dass wir auch in der Laichzeit auf dem Waller angeln. Ich habe in der Woche wieder Guiding gehabt und habe in Ali und auch in Beta mitgehabt. War eine super geile, motivierende, lehrreiche Woche, auch wieder für mich, vor allem auch für die Jungs. Und wie die Jungs die Woche jetzt da gleich am Anfang einmal empfunden haben, das tue ich am besten jetzt der Peter. Ja, ich war schon ein paar Mal am Bo herunten, wo es nicht so gelaufen ist. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir einmal schauen, wie es der Guide macht. Oder wie es halt heruntenfischen, dass wir uns das einmal anschauen, um Erfahrung zu sammeln. Und dann ist dazu gekommen, ein Kollege hat zum 30er hat das Geschenk gekriegt, dass er eine Woche Italien-Bo fischen kriegt, am Wölsfischen. Und dann haben wir geschaut, wenn suchen wir ins Haus als Guide, wo fahren wir hin. Wir haben uns entschlossen, dass wir da auch fahren und einmal einen Oberlauf probieren. Ja, wir haben uns entscheiden müssen, haben, zu welcher Zeit, haben halt wir auch gesagt, wir wollen einen Spaß haben und dass es schon angenehm warm sein sollte, aber trotzdem noch nicht so heiß wie im Sommer. Und dann ist eigentlich fast nur noch die Laichzeit überblieben, also der Mai. Und da habe ich mit Hans geredet und er hat gesagt, ja, es kann funktionieren, sie fangen bis im Juni die Fische, kann natürlich auch schwierig sein, aber das gibt es in anderen Zeiten auch. Und dann haben wir gesagt, ja, riskieren wir es einfach, warum nicht? Hauptsache wir haben Spaß und Fisch ist da nicht drauf, glaube ich. Und diesmal hat es Gott sei Dank funktioniert. Also ich war auch schon öfters einmal allein auf dem Bo. Es ist mir nie so aufgegangen und dann habe ich mir gedacht, ich würde noch mal runter und ich werde mir da einfach einen Guide nehmen, weil es ist einfach, wenn du dich auf dem Wasser nicht auskennst, kannst du die Zähne ausbeißen. Und der Hans hat uns so authentisch, wie er ist, hat er uns das gelernt. Ich habe gelernt, wie man richtig auslegt, wie man die Spannung hält, dass man immer auf Spannung bleibt, dass man das tut, was der Guide sagt. Weil der Guide hat keine Spannung, genau. Oder?
Ja, und wie man sich die Stellen ausschaut, auf was man achten muss. Genau, ja. Wie wir gefangen haben, zeige ich jetzt ganz anhand von diesen zwei Zetteln. Wie gesagt, wir haben zwei Montagen gehabt, die was, also wir haben drei gute Fische gefangen, den anderen blende ich jetzt gleich einmal ein. Den angestrichenen Zwarer, aber ist ein alter Fisch, schaut euch bitte wieder hinten, aber die Flossen braucht man nicht mehr dazu sagen. Kann man sie mit dem Gesicht verstecken. Ja, ganz wenig Laichspuren. Genau, der kommt jetzt gleich wieder ins Wasser und wieder retour. Dass auch er sein Liebesspiel vollenden kann. Der zweite ist nachher genauso gekommen. Wir haben es diesmal ein bisschen rustikaler probiert. Es ist zwar Hochwasser gekommen von 1,5 Meter, wir sind aber trotzdem von der Steinpackung nicht weggegangen. Wir haben eine starke Strömung geangelt, wo die Strömungskante schön vorbeigelaufen ist, sodass wir dreckfrei bleiben. Und haben wirklich so 1,5 Meter mit einer tiefen Kante, zeige ich das da mal, Steinpackung runter, haben wir vom Boot wirklich 1,5 Meter vom Ufer weg auf 1,5 bis 2 Meter Tiefe geangelt. Ihr wusst, es kommt ein bisschen Wasser, zwar jetzt nicht viel, 30, 40 cm, aber es hat gereicht, dass die Fische an der Oberfläche fressen. Und so haben wir eigentlich auch das genau in der Steinpackung gemacht und haben somit auch wirklich die ersten zwei guten Fische abgreifen können. Weiters haben wir auch unter anderem auf die Steinpackung auf 2 Meter Wassertiefe ein über 2 Meter langes Steinvorfach hingelegt und das hat genauso auch gefangen. Wirklich in der harten Strömung haben sie die Fische wirklich in einem Liebesspiel auf die rechte Seite, sozusagen auf die sogenannte rechte Steinpackung gestellt und sind eigentlich dort in dieser Steinpackung im Mittelwasser drinnen gelegen und haben sie einfach voll gefressen und haben einfach abgewartet, bis das Wasser sich wieder beruhigt und bis sie ihr Laichspiel eigentlich weiterführen können. Die zweite Montage, was gefangen hat, also besser gesagt den dritten 2-Meter-Fisch, was wir landen haben können diese Woche, habe ich euch wieder da aufgezeigt. Ich blende euch das jetzt auch wieder mal ein. Bitte nagelt es mir jetzt nicht fest mit meinen ich bin kein Picasso, oder vielleicht schaut es sogar aus wie von Picasso. Aber ihr seht schon, wir haben da wirklich ein Naturufer beangelt, was 2 Meter steil abfallende Kante war. Und dann ist es einmal ganz kurz hochgegangen und hinten ist die Kante wieder abgebrochen. Hochgegangen ist es bis zu 1 Meter. In dieser Rinne ist stark strömendes Wasser gewesen für diese Jahreszeit und für diese Verhältnisse mit dem steigenden Wasser. Es hat sich ungefähr 4 Meter von dieser Kante, so ein Holz, also da ist ein Baum drinnen festgehangen, da hat sich wirklich eine Holzinsel gebildet und ich habe direkt die Holzinsel hoch angeangelt, wo links und rechts die Strömung vorbeigemischt hat und genau dort haben wir wieder auf 1,5 Meter Vorfach Länge 1,50 Meter monophiles Vorfach, sogar ohne Blei angeboten, weil es hat sich dort so gebildet, weil da war wirklich diese sogenannten Kräusel dahinter. Und da habe ich nicht nur einen Fisch liegen gesehen, sondern mehrere, aber einer ist uns wieder eingestiegen und das war wieder einer von den dickeren von dieser Stelle. So haben wir den zweiten Fisch bekommen. Nächster Fisch für den Aale. Der darf jetzt gleich wieder schwimmen. Der ist auf einen Aal gekommen. Auch Aale lieben sie in der Laichzeit. Nesträuber. Die einzige Zeit war eigentlich gerne ein Aalfisch, ja. So. Gehen wir ihm die. Lass ihn hinten rein, oder? Der will ich gleich mal, oder? Schwer sind die Hunde halt im Moment, gell? So wie immer, für die Leute sagen. Angst gegen eine Laichzeit. Schaut euch bitte, er ist frisch in der Laich, den was wir gestern gefangen haben, der ist viel mehr zernappt. Das dürfte vielleicht das Gegenstück sein. Immer mit dem Kopf ins Wasser, genau. So. Wie gesagt, solche Fänge sind möglich, wenn man weiß, wo. Das A und O ist die Spotwahl. Wir haben noch ein bisschen Wasser gekriegt. Über 2 Meter der Fisch, der gestrige war knapp bei den 2 Metern. Und man sieht schon, der gestrige war dicker. Aber wie gesagt, man braucht von der Laichzeit keine Angst haben. Es sind mega Fisch und mega Fänge möglich. 2 Tage, 2 mit BB verbessert, weil der eine leider nicht aufgestanden ist, aber das werden wir heute versuchen zu toppen. Er darf jetzt wieder zurück.
so schaut die ganze Sache aus, wie wir gefangen haben. Wie gesagt, da war noch ein Drilling drauf, den habe ich jetzt aber weggeschnitten. Das ist eigentlich überblieben von der ganzen Montage. Das ist einer der zwei Erfolgsmontagen. Wie gesagt, die haben wir einmal ganz kurz gefischt, da ist kein Blei drauf. Die ist direkt vors Holz gekommen. Das ist einfach ein ganz normales Geflecht als Vorfach mit einem Einzelhocken. Wir haben vorher noch einen Drilling hinten dabei gehabt als Kombi-Rig. Und haben eben, wie gesagt, etwas größere Fische somit angeboten. Es war unter anderem auch ein Katzenwels dabei. Eben, das war ungefähr, dann habe ich gesagt, das war ungefähr so lang. Dann habe ich einfach ganz spartanisch den runtergeschnitten und habe da jetzt eine Karausche an der Nase angeboten. Habe den ganz normal mit einem richtig guten Wirbel, der was sich wirklich auch drehen kann, weil die ganze Sache sich so dreht und so dreht, schaut irgendwann einmal die Schnur so aus, was nicht passieren sollte. Wir haben es jedoch geschafft, dass die ganze Sache wirklich schmutzfrei und auch trallfrei bleibt, bis der Biss kommt. Das war eine der zwei Erfolgsmontagen. Ihr seht da sogar, wenn ich noch anziehe, ist sogar noch der alte Schleim und auch so ein bisschen Poppeldreck drauf, weil ihr kriegt das im Hintergrund mit. Italienische Winter ist gerade da. Ganz normale 40er Reißleine, die habe ich sogar teilweise noch doppelt genommen, dass ich wirklich auf Distanz und wirklich stärker spannen kann. Genau, das war einer dieser zwei Erfolgsmontagen. Ich verwende irrsinnig gerne ein 20 bis maximal ein 40 Gramm Blei, Strömungsblei. Das sind eher die dünnen, langen. Das zeige ich jetzt gleich bei der zweiten Montage, wo wir der, was wir gefangen haben. Das ist die sogenannte Aalmontage. Bei mir haben auch einen Aal angeboten, genauso wie auch einen Katzenwels um die Jahreszeit. Die Quizfrage, warum? Weil das Laichräuber sind, die was genauso auch irrsinnig gerne auf die Nester von den Wallern gehen und der Waller bockt das gar nicht. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn irgendjemand sein Nest zerstören möchte, ballert er hin. Er hat aber nicht nur hingeballert, er hat den Ali und auch, wie gesagt, den sogenannten Americano Pescegato weggesaugt, weggefressen. Das waren wirklich Futterbisse, die waren tief unten. Kriegt ihr Bisse, die was außen hängen, vor allem beim Hochwasser, dann macht euch ein Vorfach unbedingt länger. Das ist ganz wichtig, weil dann ist das Vorfach zu kurz. Ein Waller ist ein Saugräuber und wenn er saugt, sollte auch der Haken im Maul greifen. Und das ist ganz wichtig. Wenn ihr oft Bisse kriegt und sagt, meine Fische fressen so spitz, wie man so schön sagt, liegt es vielleicht daran, dass das Vorfach nur 1 Meter oder 1,20 Meter lang ist. Wie gesagt, ich fische fast nichts unter 1,50 Meter und sogar teilweise 2 Meter lange Vorfächer auf Monofil. Und das zeige ich jetzt da mit der sogenannten Aalmontage. Die sogenannte Aalmontage schaut im Endeffekt, wie schon vorher erwähnt, mit Monofiler 1:1:2er Geflecht, 30er Glow in the Dark, ein bisschen Abstand. Ihr seht auch, dieses Vorfach ist komplett voll geschleimt. Fangen wir mal oben an, das da oben ist die Pappel. Ha, unser Freund in der Nacht, könnt ihr euch vorstellen mit einem 2 Meter Fisch, wie lustig dass das ist, dass man das rauskriegt. Mein Tipp, abschneiden, durchziehen, anknüpfen, seid dreimal schneller. Dann habe ich da sogar ein dreifach kugelgelagerte Geschichte, ich finde das extrem geil. Doppelter 40er Reißleine, wenn ihr das genau wissen wollt, eine von Zepco. Und da geht noch halt einfach der Bast oder ein sogenanntes, ich verwende oft alte Schnüre für die Auslege, dass ich das abmetern kann, dass noch halt auch genau die gewisse Länge auf die Tiefe angepasst werden kann. Wie ich auch schon immer gesagt habe, willst du dein Vorfach pimpen, dann musst du es krimpen. Ich habe die ganze Sache da vorne gekrimpt. Dann haben wir da wirklich, wie ihr seht, über 2 Meter lang. Und jetzt da kommt das ganz, das Überwichtige bei der Aalmontage. Ich habe dazwischen, ich habe da einen großen Sprengring, wie ihr seht. Und dann habe ich einen kleinen kugelgelagerten Wirbel wieder, der was sich dreht, seht ihr das? Und dann wird der Aal, genau da hinten, wenn das der Schwanz vom Aal ist, genau so mittig gestochen, dass der Aal da hinten mit dem Schwanz nicht drankommt. Denn das ist nämlich eine der wichtigen Sachen, weil wenn er da drankommt, fängt die ganze Geschichte an und du kennst das und jeder kennt das, was mit einem Aal angelt, dann schaut die ganze Sache so aus und der Aal stranguliert sich selbst. Somit, Aal, immer sicher vorne ein Gummi drauf. Und dann kann der Aal schön schwimmen, er kann sich drehen, aber es passiert nichts. Und wie gesagt, das war eigentlich der letzte Fisch, was uns letzte Erfolgsmontage mit dem 2 Meter Fisch. Und ich fische das auch irrsinnig gerne,
einfach ohne Blei, müsst ihr euch vorstellen, nur mit Wirbel, aufgrund, genauso wie der Fluchtköderung beim Schwanz, dass der Aal weg möchte. Und somit bleibe ich sogar in wirklich strömungsarmen Bereichen und sogar teilweise in Seen mit Aal verhedderungs- und trallfrei. Wie ich mir die Stellen aussuche zur Laichzeit, auf was das ihr achten müsst, ich habe es zwar schon einmal vorher im Video erwähnt, aber anhand von dem Beispiel da glaube ich, dass das nochmal super funktioniert, dass ihr das einfach noch besser versinnbildlichen könnt. Das A und das O ist immer die Platzwahl, speziell jetzt auch bei der Laichzeit. Nachdem, dass sich die Fische wirklich in den Trauben gebildet haben und auch unter anderem nachher die Pärchen gefunden haben, suchen die stärksten Fische die besten Laichplätze auf. Die besten Laichplätze, ich habe vor 14 Tagen einen Guide-Tag gehabt, der war beim Andi über ein paar Jahre Guide. Schaut im Delta jetzt natürlich anders aus als bei mir da rum im Oberlauf, aber es ist einfach so, dort wo die Weiden sind, die haben lange Wurzeln, das sind eben Bäume, die was irrsinnig gerne im Wasser, am Wasser und viel Wasser benötigen. Die Wurzeln ins Wasser und diese Wurzelstämme im Wasser sind im Delta unten einfach Laichparadiese für große Fische. Ich habe darum extrem viel Kraut, mindestens 4 Orten, wenn nicht sogar 5 Orten. Ich habe da extrem viel Totholz, wie ihr da seht jetzt auch im Hintergrund. Die Stelle ist jetzt etwas zu flach, aber nichtsdestotrotz geht es genau um das. Mindestens 3 Meter Tiefe, etwas Strömung, sodass der Fisch wirklich, dass die Eier Sauerstoff bekommen. Mindestens 3 Meter Tiefe, aus das Wasser trübt ein, dass das Licht die Eier nicht zerstört. Das ist ganz, ganz wichtig in der Laichzeit. Und auch wenn immer die Leute natürlich sagen, boah, Angst gegen eine Laichzeit, ihr dürft es nicht vergessen, der Fisch benötigt oder frisst um die Laichzeit 2/3 von seinem Jahresbedarf. Das ist genau die ganze Sache wieder, wo jeder immer sagt, war die Laichzeit. Deswegen liebe ich die Laichzeit, weil ich blende euch jetzt da weitere Fische von den letzten Jahren ein, die was ich zur Laichzeit gefangen habe. Und man kann natürlich einmal zu einer Laichzeit ablenken, aber wie gesagt, es gingen nie alle Fische zugleich in die Laichzeit. Ihr seht das, ich blende euch jetzt Fische ein von dieser Woche. Die einen waren komplett zerschrammt, der andere war ganz leicht zerschrammt, der eine war gar nicht zerschrammt. Also man sieht, das dauert schon ein bisschen, bis die ganzen Größen und die unterschiedlichen Größen in die Laich gehen. Und wenn ihr die Möglichkeiten habt, sucht einfach mindestens 2,5-3 Meter tiefe, leicht strömende Bereiche mit überhängenden Bäumen, toten Bäumen, vielleicht ein bisschen einer Krautbildung, weil dann findet ihr ganz sicher auch den einen oder anderen Laichplatz oder auch den einen oder anderen Big One, wie ihr den weggreifen könnt. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Hat es mir vielleicht dann gefallen, schreibt mir eure Erfahrungen zur Laichzeit in die Kommentare unten rein. Und weiters vielleicht das ein oder andere Video, was ich für euch produzieren darf, denn es werden weitere Videos folgen. Und ich sage, wie ich immer so schön sage, bis zum nächsten Video, euer Johann Trappacher, grüß euch.